Der Datenspeicher eines Computers ist ein hochkomplexes System. Für unsere Zwecke reicht aber das abstrakte Konzept eines virtuellen Speichers oder virtuellen Adressraums völlig aus. In dieser Abstraktion ist der Speicher einfach ein großes Array von Maschinenworten. Jedes Maschinenwort hat dieselbe Anzahl Bits. Bekanntlich wird ein Objekt einer Klasse mit Operator new erzeugt. Das Laufzeitsystem entscheidet, an welcher Anfangsadresse das neue Objekt platziert wird. Diese Anfangsadresse ist der Rückgabewert von Operator new. Dies und auch alles weitere gilt für Array-Typen analog. Entscheidend ist, dass eine Variable von einem Klassentypen ein Verweis, eine Referenz auf ein Objekt ist. Das heißt, die Variable speichert nur eine Adresse im Adressraum. Durch Zuweisung des Rückgabewerts von Operator new wird in y, also die Anfangsadresse des Objekts, gespeichert. Y gleich 0 hingegen bedeutet, y enthält ein Bitmuster, das garantiert keine für y erlaubte Speicheradresse ist. Eine Variable kann während ihrer Lebenszeit natürlich nacheinander auf verschiedene Objekte verweisen, jeweils durch Zuweisung. Mehrere Variablen können auch auf dasselbe Objekt verweisen. Hier ist noch einmal wichtig, dass bei der Zuweisung nicht das Objekt kopiert wird, sondern nur die Anfangsadresse. Zum Kopieren eines ganzen Objekts gibt es stattdessen die Methode clone von Klasse Object. Eine Variable von einem eingebauten Datentyp wie int, double oder char bezeichnet direkt eine Speicherstelle für eine ganze Zahl, eine reelle Zahl oder ein Zeichen, fertig. Eine Variable von einem Klassentyp oder Array-Typ ist hingegen nur eine Referenz, also ein Verweis. Wenn die Variable nicht gerade auf den Nullwert gesetzt ist, dann verweist sie auf ein Objekt dieses Klassentyps bzw. Array-Typs. Dieses Objekt muss mit Operator new separat erzeugt werden und durch gewöhnliche Zuweisung mit Operator gleich verweist eine Variable auf ein Objekt. Mehrere Variablen desselben Typs können auf dasselbe Objekt verweisen und eine Variable kann im Laufe der Zeit durch Zuweisung auf unterschiedliche Objekte verweisen. Strings sehen zwar syntaktisch so aus, als wären sie von einem eingebauten Datentyp, tatsächlich ist String aber ein Klassentyp.